Live-Kommentar oder beziehungsweise Kommentar von Marvel Alien. Der Live-Kommentar konnte nicht stattfinden, weil es politische Gegner wieder verhindert haben. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute fürs neue Jahr. Bitte bleiben Sie gesund. Werden Sie wieder fit, wenn Sie nicht ganz so fit sind. Es gibt wieder erhebliche Probleme, das werden Sie sich schon denken können. Ich kann eure Nachrichten, wie gesagt, nicht mehr sehen, also lesen und auch keine mehr schreiben. Das ist wieder manipuliert worden, wie das schon mal vor ein paar Jahren war. Ich habe Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Dass die etwas unternehmen werden, ist extrem unwahrscheinlich. Deswegen bin ich auf eure Hilfe angewiesen, dass ihr immer aufmerksam seid und ja, dieses Fehlverhalten der Polizei und Staatsanwaltschaft irgendwie kompensiert. Und denen ihre Aufgaben irgendwie, was man Schutz und so weiter angeht, übernehmen. Aber jetzt wollen wir starten. Es geht heute um die Landwirtschaftsproteste. Warum startet das jetzt nicht doch? Da bleibt die Nacht im Nordwesten mit 3 Grad. Dort erwarten uns morgen Höchsttemperaturen von 3 bis 6 Grad. War es nicht mehr ganz so kalt. Die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. In Norddeutschland ist es morgen meist trüb und bedeckt. Die Sonne sehen Sie allenfalls mal hier Richtung Ostseeküste oder nördliches Schleswig-Holstein. Ich hoffe nicht, dass es eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Das wurde mir nämlich auch vorgeworfen, meine Damen und Herren. Nieselregen und Schnee zu erwarten, da bleibt es also glatt. Anders sieht es in Süddeutschland aus. Besonders zwischen dem Breisgau und dem Alpenvorland scheint... Da gab es Leute, die haben gesagt, sie haben eine Urheberrechtsverletzung begangen. Mein Live-Kommentar, den ich schon seit vielen, vielen Jahren mache. Und daraufhin haben sie mir den Facebook-Ads gesperrt. Keine Werbeanzeigen erscheinen. Sie wissen ja, Trend für Stuttgart sehen können, bleibt es vor allen Dingen nachts auch noch länger frostig. Warum geht denn der Ton hier nicht aus? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ökonomin Philippa Siegel-Glöckner wird heute. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, es ist auch eine Art von Wirtschaftspolitik, was da stattfindet. Auch hier habe ich die Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet und es passiert bis jetzt noch nichts. Aber es ist noch nicht lange her, muss man auf fairerweise sagen. Das DAB-Team startet perfekt ins Turnier. Die Hauptrunde ist zum Greifen nah. Ja. Spiel 2, Nordmazedonien gegen Deutschland. Die Handball-EM, Sonntag 20.15 Uhr im ZDF-Sportstudio live. Die Gruppenphase wird die Mannschaft mit Sicherheit schaffen. So, los geht's. Regieren unter Protest, was wird die Ampel noch durchsetzen? Und damit guten Abend, liebe Zuschauer, zur ersten Sendung in diesem neuen Jahr. Traktoren quer auf der Autobahn, Züge stehen still, Arztpraxen geschlossen. Es geht ums Geld, um Kürzungspläne der Ampel, aber es geht offensichtlich auch um mehr. Ist dieses Land veränderungsmüde? Wieso ist die Arztpraxis geschlossen, wenn die Bauern streiken? Den guten Willen der Bürger aufgebraucht? Das fragen wir uns und diese Gäste. Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Schwarz-Weiß-Braun. Der Ökonom Clemens Fuß. Die Schriftstellerin Juli C. Kenne ich nicht. Und Maria Fiedler vom Spiegel. Was hat die denn da für eine Kette um? Sie sind zu Gast bei... Will die heiraten? Maybrit Illner. Und die begrüßt alle Gäste nochmal ausgesprochen herzlich. Das Wetter ist frostig, die Stimmung ist aufgeheizt. Selbst die teilweise Rücknahme der Kürzungen besänftigt niemanden auf den Bauerndemos. Jetzt ist der Punkt erreicht, einfach mal zu sagen, halt, stopp. Wir sind für ein mittelständisches landwirtschaftliches Unternehmen. Melanie Schmidt. Mit dem wir nicht mehr zurechtkommen. Alle Politiker sagen, wir wollen die Teil unterstützen, aber genau das wird jetzt nicht gemacht. Für die Ampel gilt bei den Bauernsparplänen einmal mehr. Erst beschlossen, dann angeschossen. Zurückgenommen werden. Die Sparvorschläge betreffen vor allem den ländlichen Raum und das ist wirklich falsch. Doch für den Kanzler bleibt es beim Kompromiss. Kein neues Angebot für die Landwirte. Das ist unser Vorschlag. Und ich glaube, dass er auch richtig und abgewogen ist. Die Antwort der Bauern folgt prompt. Am Montag werden wir eine große Demonstration in Berlin veranstalten. Ja, und dann behalten wir uns weitere Schritte vor. Herr Mössemir ist bei uns. Das ist eine Drohung.
bei diesem Kompromiss. Naja, meine Damen und Herren, um was geht's denn? Es geht um das riesengroße Haushaltsloch, was besteht. Darüber haben wir ja in der vergangenen Sendung öfters mal gesprochen. Das haben wir jetzt nicht alles hier wieder aufbieten. Was ich nochmal wiederholend sagen möchte, ist, dass keine der Parteien letztendlich dieses Zinsproblem aufgreift. Wir hatten eine Nullzinsphase bei der EZB von 0%, die sind nur bei 4,5%. Wir haben eine Staatsverschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden von 2.500 Milliarden Euro. Sie können sich ausrechnen, wenn die Verzinsung 0 ist oder 4,5%, wie viel mehr an Zinsbelastung das eben darstellt. Das haben wir ja alles hier klipp und klar dargestellt. Wenn der Zinssatz 1% steigt, sind wir bei 25 Milliarden, bei 2% bei 50, 3% 75 und 4% 100 Milliarden Euro mehr Zinsbelastung bei Bund, Ländern und Gemeinden. Wobei die Länder, die niedrige Schulden haben, wie Sachsen oder Bayern, natürlich da sehr gut bei wegkommen, während andere Länder, wie zum Beispiel Bremen, die eine sehr, sehr hohe Pro-Kopf-Verschuldung haben, ganz, ganz große Probleme bekommen durch diese Zinsanhebungen. Entscheidend ist aber, dass dieses Defizit, was eben jetzt insgesamt steigt, im Durchschnitt steigt, auch beim Bund steigt mit 1.500 Milliarden Euro Schulden, dass es da Vorschläge gibt von den verschiedenen Parteien, wie das eben gekriegt werden soll. Bei den Bauern da anzusetzen, ist natürlich äußerst problematisch. Es geht um die Wettbewerbsfähigkeit unserer bäuerlichen Wirtschaft, unserer Ernährungswirtschaft. Ganz, ganz viele kleine Höfe haben schon zugemacht. Nur die großen Höfe, die bleiben am Leben. Das ist letztendlich das Hauptproblem, was wir in der Landwirtschaft haben. Dass nur die ganz, ganz großen, die auf industrielle Produktionsweisen, auf komplette Prozessoptimierung bei Milchwirtschaft, also mit ganzen Melkanlagen, die es da gibt, vollautomatisiert und andere Dinge, die werden halt dort überleben und dieser Prozess läuft weiter fort. Und hier müssen wir gucken, dass wir eben unsere bäuerlichen Strukturen irgendwie erhalten und gerade so kleinere und mittlere Betriebe fördern, nicht, dass es nur noch auf industrielle Landwirtschaft hinausgeht. Was hier die Proteste angeht, da geht es ja letztendlich darum, dass die Subventionen bei dem Agrardiesel gestrichen werden sollen, dass der Sprit eben genauso teuer wird wie letztendlich für die anderen Fahrzeuge halt auch. Das ist natürlich eine schwere weitere Belastung für die Bauern, die Großindustrie, Bauernbetriebe, die sind zwar auch belastet, aber es wird sie jetzt nicht umwerfen. Es ist, wie gesagt, die kleinen bäuerlichen Betriebe lohnt es sich sowieso nicht mehr. Deswegen geben auch so viele kleinbäuerlichen Betriebe halt auf. Und wenn dann eben jetzt nochmal sowas kommt, dann ist es nochmal eine zusätzliche Schlacht auf einen Schlag Mehrbelastung. Und das wird natürlich dann zu weiteren, diesen Prozess, dass Kleinbauernbetriebe aufgeben und dass es immer mehr Großbetriebe gibt, das wird diesen Prozess noch weiter verstärken. Und man muss sich grundsätzlich erst einmal im Klaren sein, was man in der Landwirtschaftspolitik halt möchte. Wenn man das möchte, dass es nur noch Großbetriebe gibt, die eben auf diese Agrardieselsubvention nicht angewiesen sind, weil das nur ein kleiner Posten ist in der Gesamtrechnung, weil diese ganzen Maschinen, alles was es da gibt, die Abschreibungen sind so gewaltig, dass diese Spritkosten insgesamt kaum ins Gewicht fallen in den industriell-landwirtschaftlichen Prozessen. Aber das ist eben eigentlich die entscheidende Frage bei der ganzen Sache. Was möchte die Regierung bei der Agrarpolitik? Möchten sie die kleineren Betriebe unterstützen, halten oder möchten sie diesen Prozess weiter beschleunigen, dass es nur noch Großbetriebe gibt? Das ist letztendlich die griechische Frage, die sich hier aber gar keiner richtig stellt. Es geht hier eigentlich nur darum, dass die Bauern letztendlich das Haushaltsdefizit, das strukturelle Haushaltsdefizit, was jetzt entstanden ist durch die Zinserhöhung, aber auch durch andere Maßnahmen, die wir in den letzten Videos schon ausführlich besprochen hatten, dass die jetzt zur Reduzierung des strukturellen Haushaltsdefizits letztendlich den Beitrag leisten sollen. Und da stellt sich dann halt die andere Frage, was leisten andere für einen Beitrag? Da geht es dann wiederum um Gerechtigkeitsfragen. Wenn jetzt alle einen Beitrag leisten würden, mal jetzt fernab der Problematik in der bäuerlichen Struktur, dass immer mehr kleinere Betriebe zumachen. Wenn jetzt alle einen Beitrag leisten würden und man den Leuten das klipp und klar erklärt, das und das und so, dann und die Leute mal
mit ins Boot nimmt und mal einlädt, den Bauernpräsidenten, Herrn Rukwied oder auch andere. Es gibt ja Lobbyverbände im Deutschen Bundestag, über 1000, ich weiß gar nicht, wie es genau sind, die dort eben ihr Büro haben oder die sich da ins Lobbyregister eingetragen haben. Letztendlich möchte niemand, dass bei jemandem gekürzt wird. Aber wenn man insgesamt sagt, wir wollen das gerecht gestalten, nicht nur bei Bauern, sondern bei allen, dann könnte das auf eine ganz andere Akzeptanz stoßen. Dass wir ein Strukturdefizit haben, ich sage es noch einmal, 2500 Milliarden Euro Schulden, habe ich näher gesagt, Zinssatz um 1% mehr, 25 Milliarden Euro soll es mehr, 4% mehr, 100 Milliarden Euro soll es mehr pro Jahr. Irgendwo muss dieses strukturelle Defizit letztendlich reduziert werden. Und da sind alle aufgerufen, dort mitzudenken. Dass man das jetzt bei den Bauern da unbedingt macht, diesen Prozess noch weiter beschleunigt, dass die kleinen Betriebe aufgeben, halte ich auch nicht für gut. Das ist, kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Das kann auch nicht im Sinne von Wettbewerb und Marktwirtschaft sein. Sage ich ganz deutlich. Was mich ein bisschen traurig gemacht hat, ist, ich habe ja die Bauernproteste auch gesehen und einige haben mir von ihren Trecker aus gesehen, haben sie mich gesehen, haben mir zugenickt, hat mich sehr gefreut. Ja, auf dem Land, ich glaube, da war ja da in der Schule, da auf dem ländlichen Bereich, habe mit den Kindern da gearbeitet, das war ja alles ganz schön. Noch ist es noch die Welt noch in Ordnung, größtenteils. Ja, die haben natürlich auch Probleme auf ihre Art, aber die jetzt auch höhere Schulen geben. Aber es war ja, wie gesagt, ich fand das schön. Also es war, da ist Deutschland noch so, wie es war, was ich in Kassel vor 40 Jahren war es eigentlich oder so, von der Struktur der Bevölkerung. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Ich habe also ganz, ganz viele Fahrzeuge gesehen, die gar nicht mehr aus deutscher Fabrikation sind. Das heißt, unsere Maschinenbauer, Treckerbauer und so weiter, habe ich dort so gut wie gar nicht mehr gesehen. Was ich da jetzt gesehen habe, dachte ich, das ist aber echt keine gute Entwicklung. Keine gute Entwicklung. Das ist ja also Ausverkauf der deutschen Wirtschaft, dass man sich auf unsere Fahrzeuge, unsere Produkte bezieht. Da dachte ich, eieiei. Das ist nicht nur da mit Agrardiesel und anderen Sachen, wo da was gemacht wird, keine gute Entwicklung, was Höfesterben angeht, aber auch was die Fahrzeuge angeht, das ist keine gute Entwicklung. Wir müssen unsere Leute, unsere Fabrikation, unsere Unternehmen müssen wir stärken. Wir müssen den Ausverkauf der deutschen Wirtschaft verhindern. Aber jetzt schauen wir mal weiter, was Sie dazu sagen haben. Sagen, warum ich den ursprünglichen Beschluss kritisiert habe. Nein, frage ich Sie gleich. Wird Herr Scholz, wird die Regierung jetzt bei diesem Beschluss bleiben, bei diesem Kompromiss? Wir haben den Beschluss zum Teil korrigiert. Jetzt ist er beim Bundestag. Die Fraktionsvorsitzenden haben ja die Bauernverbände eingeladen für Montag. Und das Parlament ist frei zu entscheiden, was sie macht. Mein Job ist es jetzt, über die anderen Fragen zu diskutieren, um die es eigentlich auch geht, nämlich die ganze verfehlte Landwirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte. Und dann ist ja auch wichtig, wie sich ein Landwirtschaftsminister verhält. Sie haben von Anfang an diese beiden Kürzungsvorschläge nicht richtig gefunden. Jetzt gibt es eine Rücknahme, eine teilweise Rücknahme dessen, was die Ampelchefs da vorgeschlagen haben. Tragen Sie das denn jetzt mit? Tja, das ist immer das Problem. Nicht? Das kommt davon, wenn man mit den Leuten vorher nicht redet, sondern einfach irgendwelche Sachen beschließt. Ohne sich vorher Gedanken zu machen, was denn das auslösen könnte. Das ist ja jetzt auch nicht zum ersten Mal, dass man da irgendwie so Vorschnelle, so Schnellschüsse macht und so weiter. Und das ist einfach technisch nicht richtig ausgearbeitetes Gesetze. Oder dass irgendwelche Sachen verkündet werden, die noch gar nicht beschlossen sind, sondern einfach nur eine Idee verkündet wird. Das vollkommen falsch kommuniziert wird. Und dann will es immer keiner gewesen sein. Ne? Alle distanzieren sich davon. Keiner möchte Belastungen verkünden, das ist auch klar. Aber das ist auch ein bisschen das Beispiel dafür, wenn ich immer sage, wer A sagt, muss auch B sagen. Nur, dass ich Ihnen jetzt nicht Kindergeldverdopplung und Kinderfreibetragsverdopplung verspreche und irgendwie wird es so finanziert werden, wenn man in der Regierung ist, Leute haben einen gewählt und dann kommt auf einmal dann, ja, das ist jetzt hier die Finanzierung. Nein. So ist es ja bei mir nicht. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ich habe den klipp und klar das Finanzierungskonzept auf den Tisch gelegt. Jeder weiß darüber Bescheid. Offen und ehrlich, wir haben auch ein Bein eingeschenkt. Ich weiß, das kostet auch Zustimmung, aber es bringt auch Zustimmung. Und ich habe sie immer dazu aufgerufen, das mache ich auch 2024,
die Ehrlichkeit, diesen reinen Wein anschenken, klipp und klar zu sagen, was Sache ist, dass man das honoriert. Weil wenn sie das nicht honorieren und diesen anderen Arten von Politikern, die ihnen da sonst was versprechen und dann irgendwie ihm mal im Nachhinein sagen, ja, das muss auch irgendwie mal bezahlt werden, irgendwie müssen wir jetzt mal da die Agrardiesel nachstreichen oder andere Dinge. Tja. Was man zum Agrardiesel sagen kann, ist, irgendwie hat man da die Lobby unterschätzt auch nicht. Es gibt ja noch zum Beispiel das Dienstwagenprivileg und solche anderen Dinge, da ist man nicht reingegangen. Ja? Zum Beispiel andere Arten von Subventionen. Und das ist, da ist dann eben, da entsteht der Eindruck, dass es eben unausgewogen ist. Ganz eindeutig. Ich habe Ihnen ja Vorschläge gemacht, was, wo man sparen kann, was man machen kann. Ja? Ich habe Ihnen ja gesagt, die Pkw-Maut zum Beispiel auch eigentlich unpopulär, aber man wollte sie einführen. Dann musste man sie einkassieren, weil das Europäische Gerichtshof gesagt hat, so geht das nicht. Und ich habe Ihnen ja gesagt, wie das gehen würde. Und da wurde eben dieses Urteil besprochen, wie viel Schadensersatz letztendlich der Bund von Hunderten von Milliarden, Millionen Euro jetzt an die Betreiberfirmen zahlen muss, ob man dann nicht lieber sagt, also macht den Pkw-Maut doch, aber senkt dafür die Stromsteuer oder so. Oder insgesamt kommt noch ein bisschen mehr Geld in die Kasse rein. Oder wenn es um diesen ganzen massiven Ausländerzuzug geht, der wirklich zweistellige Milliardensummen kostet. Das ist ja auch letztendlich die Frage. Ja, also da wird, muss in Wohnungsbau investiert werden, massiven Wohnungsbau investiert werden, das kostet Geld. Es muss auch in sozialen Wohnungsbau investiert werden, weil die Sozialwohnungen, die Anzahl sozialer Wohnungen abgenommen haben, weil eben das eben nach dem Prinzip des privaten sozialen Wohnungsbaus gemacht wird. Aber wenn wir jetzt nicht weiter reden, das haben wir alles hier schon ausführlich besprochen. Aber es geht eben darum, dass eben für Ausländer, für alles Mögliche, eben diese massive Zuwanderung, dass dafür Geld da ist. Und bei den Bauern wird dann irgendwo die Existenzgrundlage bei kleinen Betrieben weiter bedroht. Und das ist nicht einzusehen. Das sage ich ganz deutlich. Also die machen lieber ihre Überflutung unseres Landes. Dafür ist Geld da und wenn dann Kleinbetriebe kaputt gehen und da, das dann da irgendwie bezahlt werden muss, ja, ich muss Ihnen sagen, ich habe da gar kein Verständnis für. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, wie das kommuniziert wird, wie das den Leuten umgegangen wird. Und ich habe auch kein Verständnis dafür, dass man das nicht dann alle mal da beteiligt, dass jeder da irgendwie dieses strukturelle Defizit mal ein bisschen reduziert. Und ich habe Ihnen gesagt, dass die, ja, Subventionierung durch Steuern der Sozialversicherungssysteme, dass es geringer werden muss. Das heißt nicht, dass man das kürzen muss, sondern die Beiträge müssen etwas steigen, damit der Steuerzuschuss sinkt. Das habe ich Ihnen klipp und klar gesagt. Aber ich habe Ihnen noch andere Sachen gesagt, wie man die Wirtschaft wieder zum Wachsen bringt, weil das ist nämlich auch ein entscheidender Punkt, was Steuereinnahmen und so weiter angeht. Auch das können Sie im Parteiprogramm klar nachlesen. Ich werde das im Februar nochmal überarbeiten, jetzt auf den Stand von 2024 bringen. Aber ich will jetzt gar nicht so viel sagen. Wir schauen mal weiter, wie es jetzt geht in der Diskussion. Aber anscheinend ist es jetzt erstmal so, keiner will es gewesen sein. Ja, da ist irgendjemand, hat da was vorgeschlagen. Und die eigenen Leute aus der Partei SPD, Grüne und FDP, obwohl FDP, glaube ich, das ist jetzt nicht die Bauernpartei schlechthin. Das Dienstwagenprivileg ist ja nicht abgeschafft worden, nicht? Zum Beispiel. Das wäre ja auch zum Beispiel möglich gewesen, aber ja, kostet letztendlich auch dann Umsatz in der Autoindustrie, wenn dann die ganz fetten Fahrzeuge eben jetzt in Deutschland weniger verkauft werden. Aber wir schauen jetzt mal weiter. Gucken Sie sich die auch an und sagen, nee, finde ich eigentlich immer noch falsch. Nein, das kann ich nicht machen, weil ich am Zustandekommen der Korrektur beteiligt war. Ich habe gesagt, eine übermäßige Belastung der Landwirtschaft geht nicht, das ist nicht gerecht, zumal diese Beschlüsse. So, es blickt und blickt, auch im Jahre 2024. Die Landwirtschaft vorher konsultiert wurde, das macht man eigentlich nicht. Und jetzt hat die Ampel eine Korrektur vorgenommen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir es auch schon vor Weihnachten machen können. Ich glaube, das hätte die Stimmung etwas beruhigt. Man hat es auch ein bisschen spät gemacht. Aber die Kfz-Steuerbefreiung ist vollumfänglich wieder eingesetzt. Das heißt,
Das grüne Nummernschild bleibt und beim Agrardiesel wird ein schrittweiser Ausstieg gemacht. Ich weiß, dass viele Bauern sagen, das reicht uns nicht, aber ich habe das Gefühl, der Agrardiesel ist eigentlich eine Metapher für ein dahinterliegendes Problem. Und das ist, welche Rolle Stadt-Land hat, welche Rolle Landwirtschaft hat und die Verunsicherung, die viele Landwirtinnen und Landwirte haben. Naja, jetzt muss natürlich diskutiert werden. Man hat jetzt eigentlich von der Planung her den Bauern jetzt das Meer belastet. Man hat das strukturelle Defizit damit, ich weiß gar nicht, ist glaube ich ein einstelliger Milliarden, weiß gar nicht, jetzt das ganz große Ding. Ja, man hat das letztendlich in der Kalkulation Haushaltsplanung für das nächste Jahr oder für dieses Jahr jetzt letztendlich eingestellt und jetzt hat man natürlich schon zurückgerudert. Das heißt, das Geld, was man da einspart oder mehr an Einnahmen hat, das ist jetzt nicht mehr so, wie es in der Haushaltsplanung vorgesehen war. Und jetzt erwarte ich eigentlich von denen eine Diskussion, was macht man denn stattdessen? Das ist doch der entscheidende Punkt. Was macht man stattdessen? Geht man jetzt an andere Subventionen dran, führt man den Pkw-Markt ein, führt man die Sozialversicherungsbeiträge, schiebt man die Ausländer ab, die hier unberechtigt sind oder wie auch immer, zweistellige Milliardensummen. Das ist ein Tabuthema. Ja, das ist ein Tabuthema, dass man das macht, dass man diese Überflutung mal irgendwie in den Griff kriegt, dass man das mal irgendwie gesteuert kriegt. Das ist ein Tabuthema. Lieber macht man dann sowas mit den Bauern. Und es müssen auch, ich sage ja immer mit der Familienpolitik, wir werden das Kindergeld verdoppeln und den Kinderfreibetrag verdoppeln und so weiter, noch viele andere Sachen machen, damit wir eben unsere Bevölkerung am Leben halten. Das ist ein Kraftakt von über 80 Milliarden Euro. Und ich habe ja gesagt, Mehrwertsteuer muss dann erhöht werden auf 20% und auch 10% bei den Sätzen. Und wir müssen bei dem Einkommensteuertarif 3% hoch, von unten bis oben. Das ist eine massive Mehrbelastung. Und diejenigen, die Kinder haben, für die ist es die größte Entlastung für Familien, die es in der Geschichte der BRD jemals gegeben hat. Die werden vor Freude Purzelbaum machen. Es gibt Härten, die man verkünden muss. Nur wie die das verkaufen, wie die das machen, ob das nun gerecht ist oder nicht gerecht ist. Also, und dann wird es wieder keiner gewesen sein. Und keiner sagt dann auch, wenn das Geld jetzt weniger, wenn da jetzt weniger eingespart wird, wo es jetzt woanders eingespart wird, geht es jetzt an das Dienstwagenprivileg. Beispiel. FDP ist Finanzminister, die FDP ist eigentlich die Klientel der ja, wohlhabenderen Bevölkerung vom Grundprinzip her. Möchte es zwar eigentlich gar nicht mehr sein, aber immer Leistungsprinzip und so weiter, ist ja nichts gegen einzuwenden vom Prinzip, dass man für Leistungsprinzip ist und dass man Leistung muss sich wieder lohnen und die ganzen Sprüche. Ist ja jetzt nichts Falsches, ja, vom Grundsatz her. Ist immer die Frage, wie man das auch gestaltet. Ob man jetzt daran geht oder nicht daran geht, aber es muss ja auch nicht das Dienstwagenprivileg sein. Es können ja andere Dinge sein. Roland Koch und Per Steinbrück, die haben damals, das ist ja schon über 20 Jahre her mittlerweile, die hatten da so ein Papier zum Subventionsabbau beschlossen. Und haben sie dann sämtliche Subventionen gesehen und haben dann gesagt, wir machen jetzt bei sämtlichen Subventionen, glaube ich, 10% runter oder so. 20, weil ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Müssen wir nochmal nachgucken. Das gab schon mal so einen Ansatz. Ja. Hat dann bei allen keine Begeisterung ausgelöst und das Ganze ist eben nicht zustande gekommen. Gut, wenn das eben nicht geht, dann muss es eben auf andere Art und Weise gehen. Dann müssen eben Sozialversicherungsbeiträge erhöht werden, dann muss die Pkw im Nord kommen. Dann müssen eben Ausländer abgeschoben werden. Das sind eben die anderen Alternativen, die es halt gibt. Dann kann man auf solche Einzelmaßnahmen so mit Bauern belasten in der Problematik, wie ich es gerade schon gesagt habe. Kleinere Betriebe belastet das mehr. Die sind eh schon ja, am Aufgeben in großer Anzahl. Nur die Großen überleben, dass man eben diesen Prozess, wenn man das macht, weiter verstärkt. Und das kein Wort davon. Wie soll Landwirtschaft aussehen? Landwirtschaft soll ökologisch aussehen, die Umwelt soll geschützt werden und die Wettbewerbsfähigkeit soll eigentlich bestehen bleiben. Ja, Marktwirtschaft und keine Monopole oder Oligopole. Unsere ländliche Struktur, unsere Tradition. Möchte man das erhalten, möchte man das nicht erhalten? Ich höre dazu kein Wort. Und das ist der entscheidende Punkt. Jahrzehnt
könnte. Da kann ich nur sagen, das können wir nur gemeinsam ändern, weil es sind viele Regierungen angetreten mit großen Versprechen und am Ende ist nur ein Teil oder gar nichts davon umgesetzt worden. Der Bundeslandwirtschaftsminister, steht der hinter dem Satz von Olaf Scholz, das ist ein vernünftiger Vorschlag und den möchten wir jetzt umsetzen? Ja, ich habe den jetzt mit unterschreiben müssen oder unterschrieben, weil das jetzt der Kabinett... Schauen Sie, ich bin Landwirtschaftsminister, insofern bin ich auch der Anwalt der ländlichen Räume und der Landwirte und Landwirte, wenn es rein nach mir gehen würde, hätte es die Beschlüsse nicht gebraucht, aber am Ende ist es immer ein Kompromiss. Sie müssen Vorschläge machen, das ist gleich meine nächste Frage. Wo hätten Sie denn eigentlich Herrn Lindner anbieten können, sparen zu wollen? Juli C. ist bei uns. Die Menschen in diesem Land kennen Sie aus den Buch-Bestsellerlisten. Im Zweitjob sind Sie in dem schönen Land Brandenburg Verfassungsrichterin. Und genau da leben Sie auch, und zwar seit 20 Jahren. Und insofern kennen Sie sich eigentlich wie wenige sonst. Sehr gut aus. Bei und mit dem, was Bauern so erleben in diesem Land. Warum sind die auf der Straße? Warum sind die so wütend, Frau Zinn? Es ist so, wie Herr Özdemir auch gerade eben schon angedeutet hat, das Problem ist nicht nur jetzt der aktuelle Sparbeschluss gewesen, sondern es ist wirklich ein Frust, der sich über viele, viele Jahre aufgestaut hat. Und man kann vielleicht, wenn man mal so die Wahrnehmung, die emotionale Seite betrachtet, das vielleicht auf den Punkt bringen, indem man sagt, die Bauern und Bäuerinnen haben das Gefühl, sie können es einfach niemandem recht machen. Okay. Es wird sehr viel von ihnen verlangt in puncto Umstrukturierung, Anpassung an neue Ideen. Ich erlebe sie als sehr änderungsbereit. Man sagt ja oft, das Land ist änderungsmüde, die wollen alle nicht, die sind bockig. Das erlebe ich nicht so. Da sind sehr viele Leute sehr bereit, ihre Betriebe umzustellen auf Bio, auf Energiewirt, auf alles Mögliche. Aber es werden ihnen entweder Steine in den Weg gelegt oder es werden Versprechen nicht eingehalten. Es gibt wenig Planungssicherheit. Und das ist gerade für kleinere Betriebe wirklich eine Schlinge, die um den Hals liegt, sich immer weiter zuzieht. Und ich glaube, da entlädt sich gerade was, als hätte man einen Pfropfen rausgezogen. Naja, diese Maßnahme ist schon Überraschung, nicht? Das ist jetzt nicht so wie beim Heizungsgesetz, was ich in 2 Jahren oder nächstes Jahr oder wie auch immer, irgendwann kommt das mal. Sondern es ist dann doch jetzt mal ganz überraschend, jetzt mal von mehr oder weniger heute auf morgen gekommen, dass man das halt da eingesetzt hat. Das heißt, die Leute konnten sich darauf einstellen. Aber Elektrotrecker gibt es, glaube ich, noch nicht, oder? Gibt es Elektrotrecker? Ich bin jetzt nicht vom Fach, was das angeht, obwohl ich Landwirtschaft eigentlich schön finde. Hatte mir auch mal überlegt, ob ich ökologische Agrarwissenschaften mit zu Hause studieren soll, als ich vollkommen frustriert war. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, wenn die mich einfach nicht einstellen wollen. Ja, ob es einen Ökotrecker gibt, also einen Elektrotrecker. Ja, wenn es jetzt einen Elektrotrecker geben würde, die Leute kriegen oder die Bauern kriegen jetzt sozusagen, also was weiß ich, die machen jetzt die Agrarsubvention weg und machen dafür Subventionen Elektrotrecker. Wäre jetzt zum Beispiel ein Vorschlag, wo jetzt endlich dieser Prozess, der in der allgemeinen Bevölkerung da stattfindet, dass sie eben ihr Verbrennungsauto abschaffen und dafür eben ein E-Auto kaufen, würden sie diesen Prozess letztendlich auf die Landwirtschaft übertragen. Aber dieses, davon höre ich jetzt auch nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt gibt, ehrlich gesagt, den Elektrotrecker oder irgendwelche anderen Geschichten dieser Art. Aber da bräuchte man jetzt Fachleute, nicht? Die müsste man jetzt da einladen, die müsste man jetzt da hinsetzen. Ich höre da halt nichts. Ich sehe da keinen, der Ahnung hat, da sitzen ein paar Leute. Ja, die erzählen irgendwas. Die sind massenmedientauglich. Vielleicht ist die Sendung einfach auch für mich die falsche Sendung. Dass ich das selber gar nicht gemerkt habe, dass die Sendung einfach, wo ich mal sage, das ist nicht mein Niveau. Es ist unter meinem Niveau. Das genügt nicht meinen Ansprüchen, was ich ja mal gesagt habe, dass ich einfach die falsche Sendung gucke. Das halt an mir liegt. Jetzt los. Bildqualität ist auch ganz schlecht. Sie haben in Ihrem letzten Buch in Zwischenwelten im Grunde diesen Aufstand der Bauern oder diese Protestwelle der Bauern vorhergesagt. Eine 43-jährige Hauptfigur, eine Therese, eine Biobäuerin in Brandenburg, beschwert sich tatsächlich, wird auch quasi Anführerin dieses Protestes. Wie fühlt man sich da als, Sie sind auch Journalistin, Sie sind auch Autorin, wie fühlt man sich als Schriftstellerin, wenn die Realität Ihre Literatur einholt oder Sie sogar überholt? Ja, das passiert öfter tatsächlich. Ich finde es einerseits natürlich toll und in gewisser Weise auch schmeichelhaft, weil man dann weiß, man hat als Autorin auch das Ohr irgendwie an der Schiene. Ja, man ist nicht im luftleeren Raum unterwegs, sondern
hat eine Nase auch für Stimmungen, für den Zeitgeist. Andererseits sind es häufig natürlich Dinge, von denen man sich eigentlich wünscht, dass sie nicht in dieser Form passieren. Also ist es jetzt nicht gerade so, dass mich das zu Freudenschreien veranlasst. Weil es keine schöne Situation ist. Uns ist aus der Stadt Köln der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zugeschaltet. Einen guten Abend, Herr Wüst. Schönen guten Abend. Danke, dass Sie mit dabei sind. Und hier ist eine Sentenz, die ich auch nicht gleich auf den Lippen gehabt hätte. Meine klugen Kollegen in der Redaktion kennen ein geflügeltes Wort, das da heißt, hast du eine Kuh, dann wähle die CDU. Ist das der Grund, warum Sie sagen, man darf bei den Bauern nicht sparen, weil Sie der festen Überzeugung sind, dass man allen das zumutet, nur nicht den Bauern? Erstens wählen Bäuerinnen und Bäuer auch nicht immer nur CDU. Manche wählen auch die Grünen. Vielleicht mal in Bayern. Früher so. Und zweitens. Henrik Wüst, schwarzes Jackett, weißes Hemd, braune Krawatte, meine Damen und Herren. Ja, um die Sache. Facebook-Freund von mir. Die Sache liegt. Haben Sie noch Fragen? Haben Sie noch weitere Fragen? Macht aber auch nicht das, was ich sage. Diesel zu beschreiben. Also macht jetzt nicht das Megatrister-Parteiprogramm. Da will ich nicht hin. Die Ampel hat völlig unterschätzt, wie die Lage sauer auf den Bauernhöfen ist. Ich komme aus dem ländlichen Raum, ich erlebe zum ersten Mal, dass eine junge Generation die Höfe übernimmt und nicht investiert. Es war immer so, wenn man den Hof übernimmt, dann wird investiert. Das war auch immer gut für das Tierwohl, die Tierhaltung, für neue Bewirtschaftungsmethoden. Das war richtig und das passiert gerade nicht. Insofern ist der eine Teil, den Herr Özdemir mir gesagt hat, richtig. Da liegt strukturell was im Argen. Darüber ja, das ist richtig und das ist traurig, dass es so ist. Aber, und das müssen wir dann nochmal hier ergänzend erwähnen, wir haben insgesamt in Deutschland eine negative Nettoinvestitionsquote. Das heißt, der Investitionsbestand, der schrumpft. Und zwar nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in der gesamten Industrie im Schnitt. Also Bruttoinvestition minus Abschreibung durch Nettoinvestition. Ja, das ist ja die Formel. Und die Abschreibungen sind eben so gewaltig und so hoch. Ja, oder das heißt, das kann man gar nicht mal sagen. Die Investitionen sind einfach so niedrig, dass sie eben die Abschreibung nicht mehr decken. Und dann gibt es kein Wachstum. Und das bedeutet letztendlich, dass eben. Ja, und wir sie haben, was wir es in der DDR hatten, dass eben die Produktion letztendlich, ja, Verhältnis zu anderen immer ineffizienter wird. Und nicht nur im Verhältnis zu anderen, wenn eben die Produktionsmittel immer älter werden, immer mehr verschleißen, immer mehr repariert werden müssen und so weiter, das wissen Sie alles, brauchen wir hier gar nicht erklären, dann wird es immer schwieriger und immer schlechter, nicht? Also dieses ganze Problem, was wir in Deutschland haben, dass der gesamte Industriestandort, dass der bäuerliche Standort, dass da eine negative Nettoinvestitionsquote ist. Das zieht sich durch alle, nahezu alle Branchen eben auch, das wusste ich jetzt gar nicht, aber danke, dass es gesagt wird, auch im bäuerlichen Bereich. Ich habe Vorschläge, was die Industrie angeht und so weiter, die liegen ja seit vielen, vielen Jahren auf dem Tisch. Ich kann immer wieder nur sagen, ich biete das an, das umzusetzen, ich biete mich an, dabei zu helfen, das umzusetzen. Mehr als anbieten kann ich mich nicht, wenn ihr mich nicht wollt. Wie gesagt, wenn ein Vertrag abgeschlossen wird, gönne mal zwei dazu. Ja? Wenn ich sage, ich will und ihr sagt, ich will nicht, sondern ich übernehme einfach nur die Vorschläge von Michael Tritzner und lasse ihn verrecken, anstatt ihm das Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes auszuhändigen und ihn mal zu bezahlen oder so, oder ihn einzustellen. Ich kann das nicht ändern. Ich kann da keinen zu zwingen, meine Damen und Herren. Aber wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Gemeinsam reden, soweit d'accord, aber die Ampel hat eben noch einen draufgesetzt. Und das fing ja nicht jetzt mit den letzten Beschlüssen an. Die Bauern waren ja bereit, einen Beitrag zu leisten oder jedenfalls hinzunehmen. Da wurde bei der Unfallkasse gekürzt, bei der Umsatzsteuerpauschalierung soll was gemacht werden, bei dem Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe wurde gekürzt und niemand ist demonstrieren gegangen. Es gab Kritik, klar, aber niemand ist demonstrieren gegangen. Und dann wurde eben überproportional noch was draufgesetzt. Die Bauern
sollen die verfassungswidrige Haushaltspolitik der Ampel bezahlen. Und deswegen geht man auf die Straße und deswegen müssen diese Beschlüsse auch komplett zurückgenommen werden. Sie sagen wie, Herr Merz, dass das absolut und so nicht stehen bleiben darf, sondern dass die Bauern beide Beschlüsse kassiert bekommen müssen. Beide Beschlüsse müssen vom Tisch. Die Bauern brauchen dieses Signal, auch der Entlastung jetzt, der wenigstens der nicht zusätzliche Belastung nochmal einen drauf. Sie leisten ja ihren Beitrag. Sie sollen laut Ampel ihren Beitrag ja sowieso schon leisten mit den von mir angesprochenen Maßnahmen. Und das, was jetzt draufgekommen ist, ist eben Übermaß. Wenn wir in Deutschland wollen, dass wir heimische Lebensmittel haben, wenn wir nicht abhängig werden wollen von der Lebensmittelerzeugung im Ausland, abhängig, wie wir es beim Gas teuer bezahlt haben, dann müssen wir auch einen fairen Deal haben zwischen Gesellschaft, Politik und der Landwirtschaft. Das stimmt. Und das finde ich auch gut. Also wir müssen, also unsere heimische Wirtschaft, unsere heimische Landwirtschaft, unsere Bauern, unser Volk auf dem Lande, ist mir persönlich nicht weniger wichtig, vielleicht sogar wichtiger als das in der Stadt. Nicht? Also das ist, weil es noch die Urbevölkerung ist und weil das noch viel Tradition hat und was hier in der Stadt teilweise gar nicht mehr vorhanden ist. Das ist sozusagen Ur. Und die Leute waren immer nett zu mir. Das ist auch wichtig und richtig, weil ich auf dem Land war. Ich komme aus Anmünden, eine kleine Stadt mit vielen Dörfern. Sie wissen ja, Anmünden oder Hannover-Schmünden, das ist ja richtigerweise, als ich geboren bin, ist das Münden. Haben sie den Namen geändert, ohne mich zu fragen. Ist ein Ort, eine Stadt, Stadtkern mit vielen kleinen Dörfern drumherum, was zur Stadt dazu gehört. Das ist ja das, der Raum, das Milieu letztendlich, wo ich ja daraus herkomme. Nicht, dann wissen Sie, aber ich war ja bei einem christlichen Vater, habe das ja mitgegründet als Gründungsmitglied. Und dann waren wir eben im Fahrrad unterwegs und haben eben unsere Dörfer mal besucht und abgefahren und. All solche Dinge. Ja, einfach mal die Heimat kennenlernen. Man muss ja nicht irgendwo sonst wo hinfahren. Kann man auch machen, aber erstmal sollte man wirklich mal seine Heimat, sein Umfeld, wo man eigentlich wohnt, wo man herkommt, wo man geboren wurde. Das sollte man erstmal erkunden. Und mal mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Eben ist gesagt worden, die Landwirte können es niemandem recht machen. Und das müssen wir einmal auch miteinander ausdiskutieren. Deswegen habe ich eine Agrarallianz vorgeschlagen. Wir haben jahrzehntelangen Strukturwandel in der Landwirtschaft. Bei einem vergleichbaren Strukturwandel in der Dimension haben wir uns an einen Tisch gesetzt. Da ging es um den Ausstieg aus der Braunkohle. Die Dimension ist vergleichbar. Aber deswegen müssen wir auch über die Zukunft der Landwirtschaft reden. Diese Kommission gab es ja schon. Und die nicht nur die Borchert-Kommission, 2021, 161 Seiten. Ich frage auch Sie gleich nochmal. Frau Illner, es geht ja um die Umsetzung. Ja. Und bei der Umsetzung fehlt es dann eben an der Gegenseite, auch an Finanzierung. Die Gesellschaft muss schon auch sagen, was ihr das wert ist, dass es all das gibt, was in der Zukunft der Landwirtschaftskommission, in der Borchert-Kommission, sind ja zwei verschiedene Kommissionen, erarbeitet worden ist. Das liegt da und hart der Umsetzung. Und ich glaube, dafür brauchen wir dieses Commitment, was auch als Gesellschaft klar gesagt wird, was uns das alles wert ist. Wir bleiben noch mal eine Sekunde bei den Bauernprotesten. Und letztendlich geht es auch darum, wie soll die Landwirtschaft aussehen? Ökologische Landwirtschaft. Also nicht ökologische Landwirtschaft, wie soll das Niveau gefördert werden? Und es geht ja bei der Landwirtschaft letztendlich auch darum, das ist ein ganz wichtiger Sektor letztendlich auch, was den Klimawandel angeht. Da gibt es ja Fördermaßnahmen, da gibt es Maßnahmen zur Stallumgestaltung und so weiter, dass da eben weniger Methan rausgeht. Man muss dieses Gesamtpaket, einfach mal Landwirtschaft, Agrarwirtschaft, einfach mal auch mal, das ist jetzt die Gelegenheit dazu, das macht man ja jetzt, dass man nicht nur punktuell jetzt diesen Agrarsubventionen oder diesen Agrardieselsubventionen, der jetzt abgeschafft wird oder werden soll, man muss wirklich jetzt die Landwirtschaft mal insgesamt mal aufs Tableau heben, mal in den Mittelpunkt stellen und wirklich sich mal über alle Dinge, sei es jetzt die Sache mit dem Klimawandel, sei es nun möchte man jetzt ökologische Landwirtschaft haben,
Wie soll was gefordert werden? Sollen die kleinen Bauernhöfe jetzt endlich erhalten bleiben, was ist betrieben mit 10 Hektar? Oder soll es nur noch Betrieb mit 50 Hektar geben? Das ist doch die Grundfrage. Letztendlich ist Marktwirtschaft eigentlich, wenn es viele Wettbewerber gibt, wenn es viele Anbieter gibt und wenn es auch eine gewisse Kultur gibt auf dem Lande. Das muss mal jetzt grundsätzlich besprochen werden. Ich habe da mal eine klare Meinung zu, aber das muss ja jetzt nicht die Mehrheitsmeinung sein. Wichtig ist erst einmal, dass man das mal zur Diskussion bringt und dass jede Partei letztendlich von links bis rechts mal klipp und klar sagt, was hat sie denn bitte schön dort für Vorstellungen? Dass die Leute mal sich auch mal ein Meinungsbild da machen können, was da wie wer überhaupt will und was da überhaupt sinnvoll ist, was man überhaupt machen kann. Also nicht nur die Parteien von links bis rechts, sondern auch mal die Experten, dass die da mal zu Wort kommen. Nicht mal Experten aus der Agrarwirtschaft. Der Cem Özdemir ist jetzt kein, was ich, Diplom oder Master der Agrarwissenschaften oder ökologischen Agrarwissenschaften oder weiß was ich, was Forstwirtschaft, was es dann halt nicht alles gibt, ja, oder Ernährungswissenschaft, da kann man auch sein. Also, oder dann sitzt jetzt der Clemens Fuß da, dessen